Muss Elektro- oder Ingenieurtechnik wirklich so abstrakt und kompliziert erklärt werden, wie das immer noch geschieht? Nach 30 Jahren an der Hochschule sage ich definitiv nein. Schon als Student ist mir diese katastrophale Didaktik so gegen den Strich gegangen, dass ich wütend wurde. Wütend und entschlossen. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich Lehre besser konnte als die sogenannten Profis. Mein Name ist Jan Jello. Ich bin Professor an der Rheinischen Hochschule Köln und unterrichte Fächer aus dem Ingenieurbereich. Und das ist die Geschichte, wie meine Wut mich zum YouTube-Dozenten gemacht hat. Meine eigene Studienzeit. Aachen, 80er Jahre. Ich studiere Physik und merke schnell, hier wird nichts erklärt. Die Profs konzentrieren sich auf Forschung und Drittmittel. Aber uns Studenten, uns bleibt nur unverständliche Monologe, unleserliche Skripte, Quellen in der Bibliothek. Der Tiefpunkt. Zum dritten Mal vergeige ich die Klausur in theoretische Physik. Und das trotz intensiver Vorbereitung. Ich war so unglaublich sauer. Diesen Mist musste man nicht nur lernen, man musste ihn verstehen. Aber diese Wut mache ich jetzt zu meinem Motor. Ich seziere das Skript, nerve die Assistenten mit meinen Fragen fast täglich. Und langsam, ganz langsam fange ich an, Zusammenhänge zu sehen und Aufgaben erfolgreich zu berechnen. Die theoretische Physik fängt an, logisch zu werden. Umso mehr wundere ich mich in der Vorlesung, wieso der Prof das so kompliziert darstellt. Meine Kommilitonen schütteln frustriert den Kopf. Da gehe ich eines Tages, als der Prof gerade die Vorlesung beendet, mit den Jungs nach vorne an die Tafel, nehme ein Stück Kreide in die Hand und erkläre ihnen die Zusammenhänge auf meine Art, begeistert einfach. Die aufleuchtenden Augen und die Aha-Effekte, die ich dabei erntete, waren eine echt wohltuende Bestätigung. Der Prof, der währenddessen noch seine Tasche packte, ist allerdings nicht begeistert. Ich vermute, er sah mich als respektlosen Besserwisser. Blöd nur, dass ich gerade bei ihm noch eine mündliche Prüfung ausstehen hatte. Die verlief ziemlich ungerecht. Seine Haltung war feindlich und so arrogant, dass ich beschloss, ich werde selber Prof und mache den Job besser. Wenige Jahre später hatte ich die Chance, diesen Traum zu verwirklichen. Und heute? Selbst nach 25 Jahren im Job optimiere ich meine Skripte immer noch. Mein Motto dabei, so anwendungsorientiert wie möglich, nachvollziehbar, verständlich. Und genau deswegen mache ich seit 2014 Erklärvideos, ursprünglich nur für meine Studenten, aber schnell kamen fremde Studierende dazu. Okay, die ersten Videos waren eine Katastrophe, aber es war mir egal. Mit der Zeit wurden sie besser. Du findest auf diesem Kanal Videos mit Aufgaben, die ich ausführlich löse, PowerPoint-Animationen mit einem Zusammenfassungsquiz. Ich weiß ziemlich gut, wo du Fragen hast und ich zeige dir, wie du sie beantwortest. Mein Ziel ist es, dir zu helfen, den Stoff endlich nicht nur auswendig zu lernen, sondern ihn wirklich zu verstehen. Wenn du also Fragen hast, schreib mir. Lass uns wissen, welche Themen dir unter den Nägeln brennen. Und wenn dir das hier gefällt, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.